Hallo zusammen. Im heutigen Video geht es um die Eigenschaft der Dichte. Dieses Video richtet sich an M- und E-Niveau-Schülerinnen und Schüler. Jeder Stoff hat seine ganz eigene Dichte. Das heißt, jeder Stoff ist unterschiedlich schwer, wenn ich die gleiche Menge davon aber habe. Und so kann ich auch die Eigenschaften eines Stoffes bestimmen. Ich saß an einem Tag mal da und habe mir überlegt, aus was für einem Material sind eigentlich diese 5-Cent-Münzen? Und habe dann mir überlegt, vom Aussehen her, von der Farbe her, müsste das eigentlich Kupfer sein. Ganz typische Kupferfarbe. Dann habe ich mich mal im Internet ein bisschen schlau gemacht und habe herausgefunden, dass eine 5-Cent-Münze wiegt in etwa 4 Gramm. Dass Kupfer, reines Kupfer, 0,005 Euro pro Gramm kostet, um den Dreh. Das heißt, eine 5-Cent-Münze wäre 0,002 Euro wert, also 2 Cent in etwa. Da habe ich mir gedacht, okay, 2 Cent für eine 5-Cent-Münze, cool, ist ja gar nicht so viel weniger der Schrottpreis wert wie die Münze. Wenn jetzt der Kupferpreis noch mal ein bisschen steigt, das tut er ja immer mal wieder, dann könnte es sich irgendwann lohnen, die 5-Cent-Münzen zu einem Schrotthändler zu bringen und anstelle die 5 Cent dafür zu kassieren, den Schrottpreis zu bekommen. Wäre eine super gute Geschäftsidee, hab ich mir gedacht, habe dann gedacht, nee, das sind ja Millionen auf dem Markt unterwegs. Ganz Europa gibt es diese 5-Cent-Münzen. Habe ich mir überlegt, da muss ein anderer Stoff sein. Habe ein bisschen weiter gesucht und kam dann auf Eisen. 1 Gramm Eisen kostet 0,00017 Euro. Also viel, viel weniger. 4 Gramm, also eine Münze, hätte damit einen Wert von 0,00068 Euro. Also noch nicht mal von einem halben Cent. Das wäre eigentlich viel cleverer, das aus sowas zu machen. Aber diese aus Kupfer, sehe ich ja an der Farbe. Irgendwie musste ich jetzt rausfinden, aus was diese Münze ist. Und dazu kam ja die Idee, die Dichte zu bestimmen. Denn Kupfer hat eine andere Dichte als Eisen und wieder eine andere Dichte als Aluminium. Eine Dichte wird angegeben in Gramm pro Kubikzentimeter. Kupfer liegt bei 8,92 Gramm pro Kubikzentimeter, Eisen bei 7,87 Gramm pro Kubikzentimeter und Aluminium ist super leicht. Das liegt bei 2,71 Gramm pro Kubikzentimeter. Okay, was ich jetzt mit den Werten anfangen soll, kam mir dann irgendwann später. Jetzt überprüfe ich aber erstmal, aus welchem Stoff diese eine 5-Cent-Münze ist. Und ich probiere jetzt genau diese Frage zu beantworten, aus welchem Material ist jetzt diese 5-Cent-Münze? Schreibt mal ins Protokoll auf, was meint ihr? Ist sie aus Kupfer, ist sie aus Eisen, aus einem ganz anderen Stoff, weil aus Kupfer sieht sie ja immerhin aus. Ist sie vielleicht auch aus Aluminium? Ich weiß es nicht. Das werden wir jetzt rausfinden. Als allererstes nehme ich hier mal 5 5-Cent-Münzen, einfach weil es besser zu rechnen und nachher besser zu arbeiten ist, weil ich ein bisschen mehr Masse habe wie nur diese 4 Gramm. Und als allererstes wiege ich mal diese Münzen. Diese 5 5-Cent-Münzen wiegen jetzt 19,7 Gramm. Das heißt, sie wiegen nicht ganz 4 Gramm alle, aber so um den Dreh haben wir schon mal. Schnitt. Damit ich den Wert nicht vergesse, schreibe ich ihn mir jetzt erstmal auf. So. Jetzt habe ich schon mal eine Grundmasse, die ich brauche. Jetzt brauche ich das Volumen. Das Volumen kann ich folgendermaßen bestimmen. Ich nehme einen Messzylinder und fülle den genau mit 20 Milliliter Wasser. Hier kann man jetzt sehen, dass genau 20 Milliliter in dem Messzylinder drin sind. Das trage ich jetzt als V1 an der Tafel ein und werde dann die 5 Münzen in den Messzylinder hineingeben. Ich habe jetzt hier die Kupfermünzen reingemacht. Am Anfang hatten wir 20 Milliliter und jetzt lese ich das Volumen nochmal ab.
Dazu immer auf Augenhöhe gehen und kann nun eigentlich schön sehen, dass wir genau zwischen 22 und 23 Milliliter sind. Ich nehme jetzt mal den Zwischenwert mit 22,5 Milliliter, nachdem ich jetzt meine 5 5-Cent-Münzen da hineingetan habe. Nun muss ich V3 ermitteln. V3 ist das Volumen Nummer 3. Das Volumen Nummer 3 ergibt sich durch V2 minus V1, also 22,5 minus 20, kommen wir bei 2,5 Milliliter raus. Hierbei ist wichtig, dass 1 Milliliter bei Wasser einem Kubikzentimeter entspricht. Das wurde mal so festgelegt, das ist die Einheit, deswegen kann ich hier auch anstelle von Milliliter 2,5 Kubikzentimeter hinschreiben, womit ich jetzt meine Dichte errechnen kann. Meine Dichte wiederum errechnet sich mit der Formel Masse durch Volumen, und zwar durch das geänderte Volumen. Für die Masse kann ich einsetzen die 19,7, die habe ich ganz am Anfang abgewogen und bestimmt. Für mein Volumen habe ich V3 ermittelt mit 2,5 Kubikzentimeter. Wenn ich jetzt 19,7 durch 2,7 teile, erhalte ich 7,88 Gramm pro Kubikzentimeter. Wenn wir uns das anschauen, kann dieser Wert dem Aluminium schon mal auf gar keinen Fall entsprechen, mit 2,71. Dem Kupfer mit 8,9 in dem Fall auch nicht. Aber unserem Eisen, das nach der Literatur eine Dichte von 7,87 Gramm pro Kubikzentimeter hat. In dem Fall habe ich 7,88 Gramm pro Kubikzentimeter raus. Das kann jetzt zum Beispiel an einem Ablesefehler liegen, zum Beispiel, dass es nicht 22,5, sondern 22,4 waren. Und wir müssen auch bedenken, dass unsere Münzen nicht nur aus Eisen sind, sondern sie haben noch eine Ummantelung mit Kupfer. Das heißt, wir haben einen Eisenkern mit einer Kupferummantelung. Also, ihr seht, es lohnt sich nicht, die Münze irgendwie aufzuheben und zu hoffen, dass irgendwann die Kupferpreise wieder steigen, denn wir haben hier nur einen Eisenkern drin und sind das Ganze nur mit Kupfer ummantelt. Das heißt, die Münze ist deutlich weniger wert, wie das, was draufsteht. Also zum Schrotthändler bringen, bringt in diesem Fall leider nichts. Das konnte ich jetzt durch den kleinen Test, durch den kleinen Versuch der Dichte herausfinden. Hätte ich da komplett andere Zahlen rausgekriegt, dann wäre es keines dieser Stoffe gewesen. Ihr könnt sehen, durch die Dichtebestimmung kann ich jetzt relativ gut eigentlich erkennen, um welchen Stoff es sich hauptsächlich handelt. Wenn ich das Gewicht weiß und das Volumen, dann kann ich das Ganze rechnerisch lösen. Für die E-Niveau-Leute, Zusatzaufgabe, überlegt euch bitte, warum kann es nicht sein, dass die aus reinem Kupfer sind, zusätzlich noch zu dieser Dichtebestimmung? Warum fertige ich die nicht einfach aus Kupfer oder aus Aluminium? Überlegt euch mal, wäre noch günstiger, warum man das jetzt wirklich mit einem Eisenkern macht. Und überlegt euch bitte zusätzlich, wie hätte ich auch noch überprüfen können, ob das reines Kupfer ist oder ob da irgendein anderer Stoff, in diesem Fall Eisen, mit dabei ist. Überlegt euch, welche Eigenschaft hätte ich denn da noch untersuchen können. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.